Hallo und herzlich willkommen bei der Office 365 Akademie. Heute mit einem Experteninterview zum Thema nutzerzentrierte Einführung von Office 365. Und wir haben heute direkt ein Highlight, und zwar, ich habe nicht nur einen Interviewgast bei mir, sondern direkt zwei, und zwar den Christoph Meyer und den Alexander Teves. Hallo, servus ihr zwei. Schönen Hallo, Abend. Grüß dich. Freut mich, dass wir heute uns über dieses Thema austauschen. Auf jeden Fall ein ganz spannendes, weitreichendes Gebiet. Wir haben auch ein paar Themen zusammengestellt, über die wir uns da heute mal unterhalten. Was würdet denn ihr sagen, was unterscheidet denn eine nutzerzentrierte Einführung von einer ganz normalen Einführung? Ja, ich würde mal sagen, da steckt das Thema schon im Namen, wirklich nutzerzentrierte Einführung. Bei dem ganzen Thema geht es wirklich ganz stark darum, sich nicht einzelne Bereiche anzugucken, sondern wirklich auf Nutzerebene, sage ich mal, runterzugehen und die Bedürfnisse der einzelnen Nutzer abzuholen. Wie ist deren Arbeitskontext, in welchem Umfeld sind die unterwegs? Sind es mehr so Wissensarbeiter wie, ich sag mal, wir drei jetzt hier in der Runde, oder sind es noch wirklich so die Leute, die wirklich täglich an der Maschine oder am Band stehen oder die so einen gemischten Job haben? Und dass man sich eben an der Stelle wirklich genau anguckt, wo liegen die einzelnen Schwerpunkte, die einzelnen Aufgaben über den Tag hinweg verteilt, über die Aufgaben hinweg verteilt der Nutzer, und versucht, deren Anforderungen und deren Wünsche mit eben dann der Software im Bereich Office 365, SharePoint, was da alles dahinter steckt, bestmöglich abzubilden, um nicht so eine generalisierte Lösung an der Stelle abzuholen. Okay. Wie sieht denn das dann für die IT-Abteilung aus? Nimmt die dann da eine andere Rolle ein, weil es unterscheidet sich ja ein Stück weit von der normalen Einführung, wo ja eigentlich viel aus der IT-Abteilung normalerweise heraus passiert? Ja, also die IT-Abteilung ist jetzt in dem Fall dann nur noch Service-Lieferant und quasi sozusagen als Schnittstelle, die den Abteilungen auch den Service zur Verfügung stellt, und die entsprechenden Abteilungen bauen dann darauf ihre eigenen Prozesse, ihre eigenen Lösungen, genau nach ihren Bedürfnissen, weil die Abteilungen wissen meistens wesentlich besser als das, was die IT ihnen liefern kann. Okay. Also sprich, tatsächlich ein Stück weit, aber auch mehr Verantwortung bei den Fachabteilungen, weil in früheren Zeiten war es ja so, die IT-Abteilung hat halt einen Service bereitgestellt und dann habe ich ihn halt nutzen können oder nicht, aber ich habe es nicht wirklich beeinflussen können, was die da tun. Und da geht natürlich, wenn ich dann den Prozess für mich selber gestalten muss, auch ein Stück weit mehr Verantwortung für mich als Fachabteilung daneben. Ja, auf jeden Fall richtig. Aber das ist natürlich dann auch genau das, was die, um auch die tägliche Arbeit genau mit dem Anwendungsfall auch abzudecken, weil die IT-Abteilung hat meistens nie den kompletten Überblick und weiß auch nicht genau, wie die einzelne Abteilung mit ihrem Prozess auch arbeitet. Okay. Genau, da muss man auch sagen, das ist auch für die IT-Abteilung im ersten Moment ein bisschen ein Schreckgespenst, haben wir festgestellt, dass die im ersten Moment natürlich klar sagen, sie geben da jetzt schon relativ viel ihrer Hoheit und ihrer Verantwortung auch ab, haben aber auf der anderen Seite eben auch die Möglichkeit, dadurch ja tiefer und besser in die Prozesse reinzukommen, in den Fachabteilungen, die sie so in der bisherigen Welt ja gar nicht in der Tiefe haben erfassen können, manchmal auch gar nicht haben erfassen wollen, muss man ja auch wirklich sagen. Aber haben halt dadurch auch die Möglichkeit, wie gesagt, auch mal in die Fachabteilungen reinzukommen und dadurch dann als so eine Art Wissensvermittler oder Wissensmultiplikator dann zwischen den Abteilungen zu fungieren, weil sie eben dann über die Abteilungsgrenzen hinweg sehen, was funktioniert gut, was wird an mehreren Stellen angenommen, und haben dann eben hier auch wieder die Möglichkeit, sich als Multiplikator zu positionieren und zu sagen, hey, das funktioniert in einer Abteilung sehr, sehr gut. Können wir das nicht ein bisschen generalisieren? Dann haben alle Abteilungen da was von. Wo es eben früher so war, dass da jede Abteilung ein bisschen ihr eigenes Süppchen gekocht hat, was dann aber halt der Abteilung auch durchaus ja wieder helfen kann, gewisse Services, gewisse Funktionalitäten einfach ein bisschen zu vereinheitlichen, um auch, die Bedrohung in Anführungszeichen von so einer Schatten-IT, die in den einzelnen Abteilungen aufkommt, zu minimieren, beziehungsweise, wie gesagt, da einfach deutlich näher an den Bedürfnissen und an den Wünschen der einzelnen Abteilungen dran zu sein. Okay.
Aber kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da einige Hindernisse auch gibt und dass da nicht jeder ITler von Anfang an darüber begeistert ist. Ja. Wie kann denn so eine Einführung dann ablaufen? Wir haben ja hier mal schon vier so Steps auf der Folie drauf. Könnt ihr da noch was dazu sagen? Ja, also ich sag mal, wer so ein bisschen sich im Bereich ja, UX oder so auskennt, der wird sich jetzt da so ein bisschen wiederfinden. Also vieles davon kommt so ein bisschen aus dem Bereich der ja, nutzerzentrierten Designs, wo man ein bisschen ähnlich vorgeht, wo wir auch einfach ein paar Methoden uns ja, abgeleitet haben, einfach weil es da sehr gute Erkenntnisse an der Stelle gab. Und was wir wirklich sagen, also worum es uns geht, ist wirklich von der Strategie zu kommen, der IT-Abteilung, aber auch des wirklich kompletten Unternehmens, um wirklich die Story, die wir am Ende des Tages dann mit so einer großen Plattform wie Office 365, die eben so groß und wirkmächtig ist, auch stringent durchspielen zu können. Sprich, also wir gucken uns wirklich auf ja, C-Level-Ebene an, wie ist die IT-Strategie, wie ist die Strategie fürs ganze Unternehmen, wo geht es unter diesen ganzen Buzzwords, New Work, Digitalisierung, eben dann mit dem Vehikel Office 365, mit welchem Tool auch immer dann aus dem Baukasten dann hin und haben dann quasi eine schlüssige Story von dieser Geschäftsstrategie an der Stelle dann hin zu dem, was die einzelne Fachabteilung dann so umtreibt, wo wir dann wirklich hingehen und eine Bedarfsanalyse an der Stelle fahren und sagen, okay, wie sieht's aus, was ist wirklich der Need an der Stelle, was ist das Problem, was zu lösen ist, kommen dann darüber zu einer Spezifikation, jetzt nicht, wie es früher alle Leute kannten, nach großem Lastenpflichtenheft, sondern auf einer agilen Basis mit einem Backlog, wo durchaus auch eine gewisse Unschärfe auch gewollt ist an der Stelle, weil es ja auch heute immer mehr rauskommt, dass das viele IT-Abteilungen gar nicht leisten können. Das kann nicht mal der einzelne Nutzer wirklich leisten, heute schon zu sagen, was er oder wie er mit den Tools arbeiten möchte, ihm zur Verfügung gestellt werden, einfach weil er ja an vielen Stellen noch gar nicht damit gearbeitet hat. Okay. Genau, Christoph, willst du den nächsten Teil machen? Ja, und nach dieser ganzen Analysephase würden wir dann entsprechend bauen wir dann gehen wir dann in diese Spezifikationsphase und nach dieser Spezifikationsphase bauen wir dann auch diesen Design, gehen wir über in den ersten Prototypen zu bauen und das ist nicht mal unbedingt mit Code, sondern das ist dann überwiegend dann erstmal in dem ersten Teil erstmal auch auf Blatt Papier. Da wird die Lösung dann auch erstmal skizziert, je nachdem, wenn man dann mal zum Beispiel sagt, ich habe eine Website und wenn ich dann da drauf klicke, dann lege ich demjenigen das nächste Blatt Papier hin und dann sieht er, dann kann er das erst auch mal anfassen, wo noch keine Zeile Code geschrieben wurde und dann entsprechend auch entwickelt wurde. Und wenn wir uns dann da natürlich über gewisse Iterationsphasen dann immer näher angenähert haben und in dieser Evaluationsphase dann auch das Feedback von den entsprechenden beteiligten Fachabteilungen dann auch eingeholt haben, dann gehen wir dazu über, das Ganze dann auch in einer ersten Zeile Code in quasi so Quick Wins fürs Unternehmen dann auch zur Verfügung zu stellen und auch jederzeit auch wieder an dieser Lösung dann wieder zu bauen und dann das Ganze wieder von vorne zu beginnen. Das heißt, wir schärfen dann die Lösung so lange nach, bis dann genau das ist, was der User dann tatsächlich auch nutzen kann und dann somit auch sein Anwendungsfall abgedeckt ist. Genau, sprich also so, wie Christoph ja gerade gesagt hat, es kann durchaus sein, dass wir am einen Tag wirklich mit einem Papierprototypen beginnen, um den Leuten mal so das grundsätzliche Konzept, die grundsätzliche Navigation vielleicht zu erklären. Dann kommt es wirklich mal dazu, dass man beispielsweise gerade jetzt im Bereich Office 365 wirklich in den SharePoint einsteigt und das dem Nutzer mal näher bringt und mal zeigt und erklärt, wie so ein SharePoint dann eben funktioniert, wie würde das dann im System aussehen und dass man dann eben anfängt, sich über die verschiedenen Möglichkeiten und Wege im SharePoint zu hangeln, das eben immer in diesem iterativen Prozess, dass es eben so ist, man hat wirklich mal kommen von der oder von dem Anwendungsfall Taskmanagement kommen, dass man sagt, okay, erste Iteration ist wirklich so eine relativ einfache SharePoint-Taskliste, die dann noch mit gewissen Funktionalitäten angereichert wird und irgendwann stellt man fest, Mensch, jetzt geht der Weg vielleicht Richtung Planner mit einer Integration von noch irgendwelchen Power-Apps, die damit reinspielen,
bis hin, dass man am Ende des Tages sagt, okay, vielleicht ist StaffHub das Richtige an der Stelle. So hangelt man sich da dann eben, ja, eben in Office 365 auch immer von Funktionalität zu Funktionalität. Und zwischendrin auf diesem Weg kann aber auch dann jede Fachabteilung für sich entscheiden, okay, vielleicht bleiben wir an einer gewissen Iterationsstufe stehen, weil wir mehr gar nicht brauchen. Mit mehr würden wir den Nutzer vielleicht zu dem jeweiligen Zeitpunkt auch, ja, überfordern oder einfach an Funktionalität überlasten. Sprich, also hier gibt es dann auch wieder für die einzelnen Abteilungen ganz unterschiedliche Versionsstände der Lösung, die aber genau für Sie an der Stelle dann passend sind. Also wie gesagt, sehr viele Anwender sind mit so einer SharePoint-Taskliste wunderbar glücklich und selig. Und vielleicht die Leute, die dann eher einfach auf Mobilgeräten arbeiten, die sind dann wunderbar glücklich mit der Planner-App, freuen sich dann auch, wenn sie gewisse Prozesse vielleicht über eine Power-App anstarten können in Verbindung damit. Das sind dann einfach so die verschiedenen Iterationsstufen. Aber ich erschlage eben niemanden mit einer Lösung, die er so eigentlich gar nicht will, die gar nicht zu seinem Anwendungsfall passt. Ganz viele verschiedene Abstufungslevel, auf denen ich die einzelnen Nutzer dann wirklich an der Stelle passend auf ihren Anwendungsfall abholen kann. Ja, und ich denke, grundsätzlich ist natürlich das Vorgehen schon auch aus dem Grund notwendig, da ja Office 365, also nicht bloß die Anforderungen ändern sich und die Erfahrungen, die man mit einem Produkt macht, sondern ja auch Office 365 an sich ändert sich ja ständig. Also das kommt erschwerend dazu, ja. Also selbst wenn ich jetzt so ein klassisches Lastenheft da ausfüllen würde und irgendwie meine To-Dos da reinschreibe, ja, und dann auch noch wunderbar aufführe, wann ich was alles benötige und meinen Prozess da genau reinschreibe, dann heißt es ja noch lange nicht, dass es, bis ich das alles mal umgesetzt habe, das Produkt überhaupt noch gibt. Also zum Beispiel wie StaffHub, ja, wo ich dann vielleicht während dem Prozess feststelle, okay, das Ding ist jetzt wieder abgekündigt oder da gibt es jetzt einfach was Neues, was Besseres, wie auch immer, ja, okay. Oder das einzelne Produkt hat einfach noch eine Funktionalität dazu gewonnen, damit man halt, dass es einfach auch leistungsfähiger ist und vielleicht auch genau den Anwendungsfall dann auch abdeckt, den die Nutzer dann einfach auch noch zusätzlich benötigen, ja, oder ja, ihnen einfach auch die Arbeit auch einfacher macht. Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe es ja zum Beispiel jetzt im Bereich Stream oder Power Apps, wo wir aktuell ja noch die Limitierung hatten, wie am Anfang bei Teams und Planner mit externen Nutzern, ja, wenn es da mehr Möglichkeiten gibt, dann kann ich natürlich auch wieder ganz andere Anwendungsfälle damit abdecken. Und je nachdem, wann ich halt dann daherkomme mit meiner Anforderung, kann dann Stream eine Lösung sein oder eben Power Apps oder halt vielleicht nicht, ja. Okay. Ja. Kann ich wieder zurückspringen auf die normalen Folien? Ja, gerne. Genau, dann bei der Bedarfsanalyse. Ja, auch da haben wir uns ein bisschen aus dem, sag mal, User Experience Baukasten ein bisschen so bedient. Weil, wie gesagt, das kommt ja da so ein bisschen aus der Richtung. Sprich, was wir da dann eben auch machen, ist in verschiedenen Workshops verschiedene, ja, Analysen zu fahren, verschiedene Auswertungen am Ende des Tages mit belastbaren Zahlen zu haben, weil wir ja eben auch dann hinterher der IT-Abteilung das Ganze ein bisschen, ja, auch mit Hardfacts hinterlegen müssen. Sprich, was wir da an der Stelle wirklich tun, ist, dass wir so gewisse Zielgruppenanalysen fahren, also welche verschiedenen Ausprägungen oder welche verschiedenen Gruppierungen an Anwendungen haben wir. Das kann an der einen Stelle durchaus diese Abteilungsgrenze sein. Auf der anderen Seite kann das aber auch ja durchaus gemischte Abteilungen sein, die einfach unter einem gewissen Auftrag laufen, damit man hier einfach weiß, okay, auf welche Zielgruppe an Nutzern schneidet man am Ende des Tages die Lösung zu, die nicht immer unbedingt, ja, in der gleichen Abteilung sein müssen, aber eben nach einem gewissen Need oder nach einer gewissen Anforderung an der Stelle dann immer so ein bisschen kategorisiert werden können. Was wir dann auch relativ häufig machen, ist, dass wir uns da dann so exemplarisch für diese Gruppe an ja, oder für diese Zielgruppe Personas erstellen, sprich, damit wir nicht ständig auf die Leute zugehen müssen, bilden wir uns da so verschiedene Personas, die verschiedene Eigenschaften wiederum abbilden, die verschiedene Annahmen und Hypothesen für uns ermöglichen, die wir dann hinterher natürlich in diesem, ja, iterativen Prozess immer wieder nachschärfen und verfeinern können und gehen von da aus dann irgendwann in eine gewisse Interviewphase eben mit diesen Zielgruppen, die wir am Anfang definiert haben, stellen verschiedene Fragen, wo man dann natürlich nicht nur auf unser Projekt bezogen,
oder auf unseren Anwendungsfall bezogen Fragen stellen können, sondern was eben dann auch gern vom Kunden und von den IT-Abteilungen genutzt wird, um ein bisschen mehr über ja, ihre eigenen Nutzer auch zu erfahren. Da geht es dann wirklich darum, okay, wie wird vielleicht das aktuelle Intranet angenommen, wie wird die aktuelle Task-Lösung angenommen, was sind die Pain-Points, was ist zum Beispiel auch gut, was sollte man in ein neues System mit übernehmen. Und gleichzeitig stellen wir eben auch die Fragen, die für uns relevant sind, um eben rauszuhören, okay, in welche Richtung soll es von der Seite der Anforderung her gehen, wo sind wirklich Punkte, da haben wir so ein bisschen low-hanging fruits, also was können wir ganz einfach abbilden und wo müssen wir vielleicht wirklich ein bisschen mehr Zeit noch investieren, sei es konzeptionell, sei es aber vielleicht auch in der Realisierungsphase. Sind dann immer so Gruppeninterviews, ich sag mal so irgendwas zwischen 4 und 6 Personen, denen wir dann einfach so einen Fragenkatalog, den wir uns über die letzten Jahre erarbeitet haben, vorlegen und den einfach mit den Kollegen durchgehen, die da auch wirklich wie in so einem ganz offenen Gespräch reinführen wollen. Meistens auch ohne Beteiligung jeglicher Personen vom Kunden, also damit der Berater oder dass wir halt einfach auch entsprechend ein unverfälschtes Bild bekommen. Das ist zwar auch ein sehr starker Lernprozess bei der IT, dass der Berater die Mitarbeiter ohne Beteiligung der IT befragt. Aber damit kommen natürlich auch unverfälschte Ergebnisse raus und man kann das denen dann auch entsprechend nochmal anders präsentieren, wenn sie dann natürlich auch die Interviewteilnehmer auch frei ihre Sorgen und Nöte einfach auch loswerden können. Genau, und was man dann auch durchaus noch machen kann, ist dann wirklich auch mal so eine Beobachtung, um sich wirklich mal neben ein paar Nutzer wirklich hinzusetzen, mit denen mal durch eine Produktion zu gehen, zu gucken, okay, wo haben die Berührungspunkte mit dem System, wie agieren die auch mit dem System, um sich da auch nicht nur auf die Aussagen des Nutzers zu verlassen, weil auch das ist was einfach unsere Erfahrung zeigt. Ganz häufig ist es so, der Nutzer sitzt da, erklärt dir, die Funktionalität ist total easy für mich zu benutzen, ich muss nur 2 Klicks machen und dann sitzt man neben dem jeweiligen und statt 2 Klicks macht er auf einmal 8, 9 Klicks, verklickt sich vielleicht dabei durchaus auch mal, weil vielleicht Schaltflächen zu klein sowas und sowas siehst du dann wirklich, wenn man dem Nutzer über die Schulter schaut und kann dann auch sagen, okay, klar, die Wahrnehmung ist vielleicht durchaus positiv, aber der Weg dahin ist es durchaus nicht und ist sehr fehleranfällig oder sehr mit viel Umwegen behaftet, auch wenn einem das so im täglichen Doing und so dann irgendwann in der, ja, ich sag mal, im täglichen Trott gar nicht mehr auffällt. Aber auch da kann man dann eben einfach dafür sorgen, dass manche Prozesse einfach schon so einfach gestrickt sind, dass man wirklich nur noch ganz wenige Klicks braucht, weil man vielleicht viele Optionen schon vorausfüllen kann, die man vielleicht heute schon im System hat, nur das System bietet diese Möglichkeit noch gar nicht. Und dann füllt man das einfach vorne aus und dann kommt man wirklich am Ende des Tages vielleicht zu einem System, wo ich wirklich nur noch 2 Eingaben tätigen muss und kann damit den ganzen Prozess weiterführen. Genau, und was man dann eben sagt, aus all dem, was wir da dann gelernt haben von Ergebnisse aus dem Interview, da setzen wir uns dann wirklich hin und erstellen zusammen einen Backlog nach agilen Methoden, sprich also kommen wirklich von der einzelnen User-Story, kommen von den Epics zu den Features, zur User-Story, zu unseren Tasks, wie wir das letztendlich dann umsetzen wollen. Das ist dann natürlich wieder was, wo wir dann auch sehr gut gegenüber der IT-Abteilung so diese Herleitung machen können und diese Erklärung liefern können, kommen von der Strategie über das, was wir jetzt in der Analysephase gelernt haben. So schlägt sich das jetzt auch wieder im Backlog nieder und dann wird es an vielen Stellen auch für die IT-Verantwortlichen deutlich einfacher nachvollziehbar, wie wir jetzt zu den Ergebnissen gekommen sind und dass sie es auch deutlich valider und einfacher wieder an ihre Mitarbeiter zurückspielen können und sagen können, das war der Weg, so haben wir das getan und das ist auch was, wo wir unsere Kunden dann ganz stark dazu anhalten, um zu sagen, hier, das ist auf eurem Feedback oder auf euren Informationen entstanden und darauf sind wir auch stolz und darauf wollen wir auch euer Feedback dazu haben, dass wir es eben wirklich nutzerzentriert haben am Ende des Tages und dass sich die Leute da wirklich auch wiederfinden in dem ganzen Produkt. Und wir schaffen dadurch dann halt auch eine wahnsinnige Transparenz und sehen dann halt auch, welche Bausteine auf welche strategischen Oberpunkte dann quasi auch einzahlen und schaffen dadurch dann auch eine sehr große Akzeptanz des jeweiligen Portals, der jeweiligen Lösung, weil die Nutzer halt auch selber mitgestalten können. Und nicht wie früher, dass sie sagen, hier habt ihr was und friss oder stirb. Genau, und dann ist es halt eben so, dass wir uns dann eben MVP-Prozess, also Minimal Viable Product-Prozess befinden.
wo wir eben ja ein bisschen anders vorgehen, wie es früher üblich war. Wir haben es hier versucht mit dem Bild. Bildet aus unserer Sicht immer sehr, sehr schön ab und damit verstehen es auch die meisten Kunden dann wirklich auf Anhieb, wo man eben sieht, okay, früher war es wirklich so, der Kunde kam zu uns, hat gesagt, okay, er hätte von uns gerne ein Auto, sinnbildlich gesprochen, für die Lösung, die er gerne hätte. Und wir als Berater haben dann eben gesagt, okay, wir beginnen mal, im ersten Schritt wird es mal nur ein Rad geben, einfach in einer gewissen Zeitschiene. Wo dann der Kunde im ersten Moment nicht besonders amused ist, weil so ein Rad bildet jetzt auch noch kein komplettes Auto ab, wo wir sagen, nee, wir sind ja auch noch nicht so weit. Nächster Schritt wird dann, sag mal, ein Chassis, zumindest mit den Rädern sein, was den Kunden prinzipiell auch nicht unbedingt weiterhilft. Er muss jetzt nicht mehr laufen und das Rad rollen, sondern er kann sich aufs Chassis setzen, aber Lenken an sich ist jetzt dann auch schwierig. Also auch da werden wir unseren Kunden nicht besonders glücklich mitmachen. Irgendwann kommen wir dann, um in dieser Analogie zu bleiben, zu der Karosserie des Autos und werden es dann durchaus irgendwann wirklich zu einem fertigen Auto schaffen. Bis dahin ist aber schon sehr, sehr viel Zeit vergangen in dieser alten Welt, sage ich mal. Und ich sage mal, wenn wir jetzt hier auf diesem Bild bleiben, ich denke mal, Stufe 1 mit dem Rad, da wird der Kunde zähneknirschend schon noch mitgehen. Auf Stufe 2, da wird er schon nicht nur Zähne knirschen, sondern dann langsam irgendwie unruhig. Und ich denke mal, bei Stufe 3 wird er uns dann irgendwann vom Hof jagen, weil er sagt, also wir haben jetzt so viel Zeit, so viel Energie und auch wahrscheinlich so viel Geld ausgegeben und ich habe immer noch nicht das, was ich möchte. Und wird da dann sagen, okay, also ob wir das Projekt wirklich noch zum Erfolg gedreht bekommen, ist wahrscheinlich schwierig. Und deswegen ist eben unser Ansatz mit diesem Minimal Viable Product, in jeder Iterationsstufe, die wir haben, was Nutzbares zu liefern, was dem Nutzer oder dem Anwender wirklich Nutzen stiftet. Und hier in dem Bild ist es dann wirklich so, dass man sagt, okay, wir haben im ersten Moment mal was, was, sage ich mal, in der Analogie dieses Autos einem Skateboard beispielsweise entspricht. Klar ist das noch nicht das, was der Kunde möchte, aber es ist wirklich mal was, was er nutzen kann. Man kann sich da draufstellen, kann schon mal losfahren und sagen, okay, im nächsten kleinen Schritt wird aus dem Skateboard meinetwegen ein Tretroller, erweitert schon mal um eine relativ essentielle Funktion, dass ich nämlich an der Stelle dann schon mal lenken und bremsen kann und bauen diese Idee dann quasi weiter auf und sagen, okay, die nächste Stufe wird ein Fahrrad sein, da kann ich dann auch schon wieder selbst in die Pedale treten. Im nächsten Schritt wiederum wird das Ganze dann eben in der Analogie zum Motorrad, sprich, also wir haben immer mehr weitere Features hinzu, die aber in jeder Iterationsstufe wirklich einen Mehrwert bieten. Sprich, auf Ebene des Motorrads muss ich dann nicht mal mehr selber irgendwie körperliche Kraft leisten, außer eben am Gashebel zu drehen oder mal die Bremse zu ziehen. Und komme dann am Ende des Tages mit meinem Kunden zusammen, der eigentlich bisher von jeder dieser einzelnen Iterationsstufen einen Mehrwert hatte, von der er wieder neu begeistert sein kann, die er wieder als Mehrwert an seine Mitarbeiter kommunizieren kann und wo er wirklich auch einen tatsächlichen Fortschritt sieht. Irgendwann zu dem letztendlichen Auto, das wir am Anfang mal überlegt haben, dass wir das brauchen. Aber vielleicht ist es durchaus so, dass der Kunde auf dem Weg auch festgestellt hat, Mensch, in der Analogie, ich brauche kein Audi A4, weil ich habe jetzt festgestellt, ich habe 5 Kinder, mir würde ein T5 viel besser tun. Dann wird es halt in der 5. Ausbaustufe kein Audi, sondern es wird irgendwie ein T5. Und so haben wir wirklich diese durchgängig positive Story, die wir mit dem Kunden spielen können, das durchgehend positive Produkterlebnis, weil wir dem Kunden immer schrittweise immer mehr Wert liefern können aus der Plattform heraus, aus der Lösung heraus und viel genauer an das hinkommen. Was er sich mal vorgestellt hat, weil er auf dem Weg mit uns dahin ja wirklich auch noch zu der Erkenntnis gekommen ist, naja, das ist ja eigentlich gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich brauche wirklich ein bisschen was anderes aus diesem ganzen Kontext. Also sprich, er hat irgendwann mal gesagt, Mensch, ein SharePoint Taskliste einfach wäre gut. Am Ende des Tages stellt er aber fest, hey, es ist irgendwie viel cooler, in Teams zu kommunizieren und da neben den Aufgaben, neben vielleicht einer Plannerliste, auch noch 2, 3 Funktionalitäten mehr drin zu haben und vielleicht noch ein Reporting über seine Aufgabenabarbeitung zu haben, dass ich mit Power BI angezeigt bekomme. Das ist eben das sehr Schöne, dass da ja Office 365 aus diesem wahnsinnig großen Baukasten auch wahnsinnig viele Möglichkeiten einfach für uns als Berater bietet, mit dem Kunden immer näher an seine wirkliche Lösung zu kommen und ihm in jedem Schritt immer einen Mehrwert liefern zu können, den er wirklich am Ende des Tages auch nutzen kann. Okay. Ja, also ich denke, das Schaubild vor allem sehr toll rausgesucht und das zeigt die ganze Aufgabenstellung tatsächlich sehr schön, einfach visuell nochmal an. Okay, wie seid ihr denn dazu gekommen? Seid ihr die Schweizer und habt es erfunden oder was waren da eure Erfahrungen, bis ihr zu dem Ganzen so gekommen seid, wie ihr es jetzt erklärt habt und jetzt auch aufgezeigt habt? Naja,
Also zum einen mussten wir auch sehr viel durch Schmerzen lernen. Das muss man auch klipp und klar sagen. Also Projekte in klassischer Methode sind dann halt das ein oder andere Mal fehlgeschlagen, weil man dann halt, wie der Alex schon gesagt hat, die Anforderungen aufgenommen hat, viel Zeit in ein Feinkonzept investiert hat und sich dann erst mal ein halbes Jahr vergraben hat, um dann die entsprechende Lösung zu entwickeln. Und dann haben sich aber währenddessen schon auch die Anforderungen geändert des Kunden. Und das ist halt auch nicht das gewesen, was unser Ansinnen für Beratung ist, sondern wir wollen halt eigentlich den Kunden jeden Tag oder jedes Mal Mehrwerte liefern und das halt auch in kürzester Zeit. Und in Office 365, da sich die Plattform tagtäglich ein Stück weit auch ändert und neue Funktionen hinzukommen oder auch Funktionen abgekündigt werden, kann man teilweise gar nicht mehr sagen, dass man sich erstmal ein halbes Jahr vergräbt und dann diese Lösung dann einfach auch veröffentlicht. Und zum anderen sind da natürlich auch diese Usability- und Design-Hintergründe auch noch ausschlaggebend für diese ganze Lösungsentwicklung. Genau, ich glaube auch, Christoph hat es ja gerade schon angesprochen, also wir haben uns da ja auch viele Methoden bedient, gerade aus dem UX-Umfeld, einfach weil wir da persönlich auch Erfahrungen hatten und ja, für uns war das schon auch nicht immer ein einfacher Weg, also gerade das dem Kunden näher zu bringen, dass diese Vorgehensmethodik ja eigentlich doch sehr viele Vorteile bietet, im Gegensatz zu so einem klassischen Vorgehensmodell à la Lastenheft-Pflicht. Das ist nicht immer einfach. Ist auch heute noch nicht einfach, weil es noch nicht jeder Kunde auf Anhieb versteht. Und es erzeugt auch jederzeit immer wieder Diskussionen auch mit dem Kunden, was es ihm denn überhaupt bringt. Ja, das sind genau, man muss wirklich mal so in ein, zwei Steps, also so die ersten ein, zwei Steps muss man wirklich mal nach so einem Vorgehen wirklich mit dem Kunden durchexerziert haben, sage ich mal. Muss da auch ganz oft auch wieder darauf hinweisen, dass, wie du schon gesagt hast, Thomas, das nichts ist, was wir uns jetzt ausgedacht haben und da irgendwie die Hoheit über hätten, sondern das fußt bei uns ja auch alles auf gewissen Erhebungen, auf Statistik, beziehungsweise einfach aus Methodiken aus dem UX-Umfeld, wo wir sagen, doch, das bringt viel, viel mehr, wenn wir das wirklich nach diesem Ansatz machen. Das ist viel näher am letztendlich gewünschten Ergebnis, als das nach anderen Methoden wäre. Und da bedarf es einfach, wie Christoph schon gesagt hat, viel, viel Kommunikation, auch viel Erklären. Aber es wird in den letzten Jahren, muss man auch immer wieder sagen, deutlich besser, weil die Leute auch diese Methodiken, gerade mit Personas, mit Fokusgruppen und sowas, immer deutlich besser annehmen, weil ja auch dieses ganze Agile inzwischen nicht mehr so ein Buzzword-Thema ist, sondern auch wirklich gelebt wird. Da sind wir auch sehr, sehr froh drüber, dass das immer mehr angenommen wird. Und sie wollen natürlich auch, und die einzelnen Fachabteilungen ergänzen dazu, Alex, in die einzelnen Fachabteilungen wollen, oder haben wir immer das Gefühl, oder spüren wir einfach auch, dass die auch bei ihren Intranet-Projekten auch mitwirken wollen. Also das merken wir ganz stark, dass es Personen gibt, die auch Bock drauf haben, ihre Lösungen oder ihre Arbeitsmittel auch selber ein Stück weit auch gestalten zu wollen und nicht immer nur das anzunehmen, was ihnen die IT quasi zur Verfügung stellt. Mhm, mhm. Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall ganz, ganz spannend, wie ihr da auch dazu gekommen seid. Und ja, dass das Ganze halt nicht bloß am Reißbrett entstanden ist, sondern tatsächlich ja ein Stück weit Best Practice und Erfahrung und das alles gemeinsam halt dann zu einer oder zu dieser Methode entsprechend geführt hat. Okay, super. Ja, an der Stelle auf jeden Fall mal ein herzliches Dankeschön an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt für das Interview und das auch ein Stück weit der Community einfach mal weiterzugeben und da ein Stück weit auch ja internes Wissen weiterzugeben und zum Sagen, okay, da haben wir gute Erfahrungen gemacht und das funktioniert gut und das möchten wir auch mit anderen teilen. Also vielen Dank für die Inhalte und auch für eure Vorbereitung. Vielen Dank, Thomas, auch für deine Zeit und dass wir auch das mit der Community auch mal teilen durften. Ja, vielen Dank. Doch, hat mich gefreut. Ich habe hier nochmal eure Vorstellungsfolie. Ihr seid ja schon einige Jahre in dem ganzen Themenbereich aktiv. Merkt man ja auch aus dem Gespräch heraus. Wir haben auch die Twitter-Accounts von euch nochmal mit rein verlinkt. Ihr macht auch die User Group
in der Nürnberger Region. Da haben wir vorher schon über die anstehenden Termine gesprochen. Möchtest du vielleicht nochmal sagen, falls euch da der ein oder andere auch mal besuchen möchte und persönlich kennenlernen möchte? Ja, sehr gerne. Also wer im Großraum Nürnberg-Fürth-Erlangen irgendwie beheimatet ist oder auch nur mal kurz irgendwie einen kleinen Zwischenstopp einlegen will. Also wir haben relativ regelmäßig inzwischen die SharePoint und Office 365 User Group Nürnberg wieder ein bisschen belebt. Nächster Termin ist dann im März. Findet man alles auf meetup.com. Wenn man einfach nach User Group SharePoint Office 360 Nürnberg sucht. Und ja, würden uns freuen, wenn der ein oder andere mal vorbeischaut, der jetzt vielleicht auch nicht aus der Region ist. Und auch, falls mal jemand Zeit und Lust hat, irgendwie einen Vortrag zu machen. Also da sind wir immer sehr dankbar für. Das macht auch wahnsinnig viel Spaß. Also da jederzeit gerne. Ist jeder willkommen. Okay, prima. Also herzlichen Dank nochmal im Namen auch der Zuschauer und Zuhörer für eure Erfahrungswerte, für eure Zeit. Und dann hoffentlich bis zu einem nächsten Interview mal. Jawohl, sehr gern. Vielen Dank, Thomas. Ciao. Danke. Tschüss.